Und jetzt machen wir eine kleine Bildungsreise nach Österreich. Unsere Nachbarn dort haben nämlich mehrere hundert Euro im Monat mehr als wir, wenn sie in Rente gehen. Gerade jetzt im Wahlkampf bei uns liefern sich die Parteien wieder einen Schlagabtausch über die Sozialpolitik. Und einige schauen inzwischen auch über die Grenze, wie die Alpenrepublik das geschafft hat. Susanne Rendl lebt in Wien. Nächstes Jahr kann sie in Rente gehen, mit 60. Die Ingenieurin und Kulturwissenschaftlerin hatte oft nur befristete und mäßig bezahlte Jobs und lange familiäre Ausfallzeiten. Umso mehr war sie über ihre Rentenprognose überrascht. Ich habe mir gedacht, die haben sich irgendwie verrechnet und hoffentlich haben sie sich nicht verrechnet, weil dann doch über die Jahre ziemlich viel zusammengekommen ist, auch während dieser Arbeitslosenzeit jetzt. 1658 Euro. Davon können in Deutschland viele nur träumen. Und das sogar 14 Mal im Jahr. Alle 6 Monate dann noch ein Gehalt dazu. Das ist einfach wirklich wie Weihnachten, Geburtstag gleichzeitig. Also das kann man so gut brauchen, gerade wo alles so wahnsinnig teuer wird. Im deutschen System wären höchstens 1100 Euro zusammengekommen und nicht 1658. Und das auch noch 14 Mal. Wie machen die das? Das fragen sich zunehmend auch Politiker aus Deutschland. Vor wenigen Tagen war eine Delegation des Bundestages in Wien. Ihr erster Eindruck? In Deutschland ist zu wenig auf die gesetzliche Rente und das Umlagesystem gesetzt worden. In Österreich wird sehr viel mehr für die Rente ausgegeben. Das ist eine Prioritätenfrage, das ist historisch hier so. Aber was genau ist in der Alpenrepublik anders? Erstens eine höhere Anrechnung. Für jedes Versicherungsjahr gibt es in Österreich eine höhere Rentengutschrift als in Deutschland. Dort gilt immer noch der Grundsatz, die gesetzliche Rente muss im Alter den Lebensstandard sichern. Nach 45 Arbeitsjahren bekommt ein Rentner in Österreich um die 80% seines durchschnittlichen Bruttoeinkommens. In Deutschland sind es nur gut 44. Und es wird noch deutlich weniger werden. Der enorme Unterschied hat selbst erfahrene Experten überrascht. Und vor allem, dass da doch in vielen Fällen ja nur ein Leistungsniveau nach deutschem Recht letztlich herauskommt, das sogar unter der Armutsgrenze liegt. Also das, ja, dem hätten wir absolut nicht gerechnet. Das ist schon sehr, eigentlich aus österreichischer Perspektive sehr, sehr komisch, dass ein reiches Land wie Deutschland sich da kein besseres Rentensystem leistet. Zweitens, alle zahlen ein. Anders als in Deutschland zahlen in Österreich alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse, auch Selbstständige und Geringverdiener. Mit einem Einkommen ab 450 Euro bis zur Obergrenze von rund 5.000. Und Deutschland gibt nur knapp 10% des Bruttoinlandsproduktes für Renten aus, Österreich dagegen 14%. Drittens, kaum Betriebsrenten und Privatvorsorge. Die Alpenrepublik hat teure Umwege wie Deutschland vermieden. Einen Flop wie die Riester-Rente hat man sich erspart und Betriebsrenten spielen kaum eine Rolle. Alles fließt in die gesetzliche Rente. Der Beitragssatz von 22,8% ist dafür höher als in Deutschland. Die Arbeitnehmer zahlen aber nur 10,25, die Arbeitgeber dagegen 12,55, deutlich mehr als in Deutschland. Die Wirtschaftskammer in Wien beklagt das natürlich. Wir haben einen europäischen Spitzensatz erreicht. Wir würden gerne die Lohnnebenkosten senken. Erhöhen geht ganz sicher nicht mehr. Alle Versuche, etwas zu ändern, wurden bisher aber abgewehrt. Anders als in Deutschland. Es ist ja keine Kostenersparnis, wenn ich vom gesetzlichen System zu einem anderen, zu privaten Vorsorgeformen wechsle. Dadurch werden ja fürs Erste keine Kosten gespart, bestenfalls verlagert. Vieles spricht dafür, dass das sogar deutlich teurer wird. Viertens, die Mindestrente. Sibylla Voislav ist Krankenschwester in einer Wiener Privatklinik. Wie viele wird sie bis zu ihrer Rente weder den Durchschnittsverdienst noch 45 Beitragsjahre erreichen? 35 Jahre. 35 Jahre werde ich haben, wenn ich in Pension gehe. Und es wird ein bisschen knapp werden.
Wenn es in anderen Fällen wirklich zu knapp wird, dann greift eine Art Mindestrente, finanziert aus Steuermitteln. Deutlich höher und unbürokratischer als in Deutschland. Wenn das Haushaltseinkommen bestimmte Grenzen nicht erreicht, das ist für eine alleinstehende Person 890 Euro im Monat, beziehungsweise für ein Paarhaushalt 1350 Euro, also wenn diese Einkommensgrenze nicht erreicht wird, dann wird die Differenz zwischen der eigenen Pensionshöhe und dieser Ausgleichszulagengrenze zugezahlt. Geprüft wird nur das Einkommen, nicht das Vermögen. Senioren in Österreich können ihr Erspartes und ihr Auto behalten. Der Wiener Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister war lange Jahre Gastprofessor an internationalen Universitäten. Gerade ist er selbst in Pension gegangen. Sein Credo, übermäßiges Sparen bei den Renten schadet der Wirtschaft am Ende sogar. Ich glaube, Deutschland ist mit dem Sparen bei den Renten nicht am richtigen Weg, weil man ja dadurch systematisch die Konsumnachfrage dämpft und auch die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft erhöht. Allerdings fällt auch in Österreich das Geld nicht vom Himmel. In den nächsten Jahren wird die Versorgung der Beamten an die der Normalbürger angeglichen und die Renten werden leicht abgesenkt. Sie bleiben aber auch in Zukunft erheblich höher als in Deutschland. Die Abgeordneten aus Berlin haben 2 Tage intensive Gespräche geführt. Was nehmen sie mit? Was können wir lernen? Österreich hat Mindestsicherungselemente in der Rentenversicherung. Sowas wollen wir, will Andrea Nahles mit der Solidarrente auch einführen, um Altersarmut zu verhindern und Lebensleistung besser anzuerkennen. Der Punkt, wo wir am meisten lernen können, ist, wie alle Erwerbstätigen einbezogen worden sind, wie auch die Renten, die Pensionen von Beamten jetzt harmonisiert werden über längeren Zeitraum. In Deutschland haben wir viel zu sehr auf kapitalgedeckte Altersvorsorge geschaut. Die ist, wie sich jetzt in der Niedrigzinsphase zeigt, gescheitert. Österreich hat das besser gemacht, auf die Umlage gesetzt und das sollten wir in Deutschland auch wieder tun. Und es gibt auch noch eine psychologische Komponente. Ein Klima der Zukunftsangst schadet dem Konsum und auch der Wirtschaft. Das lehre die Erfahrung, meint Stefan Schulmeister. Wenn man sich in einem Land immer Sorgen macht um die Renten, dann wird allein durch das Sorgenmachen das Wirtschaftswachstum gedämpft und die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme und auch der Rentensysteme verschlechtert. Und in Österreich, glaube ich, sind wir weniger gut im Sorgenmachen als in Deutschland. Den Lebensstandard sichern in der gesetzlichen Rente? Das ist tatsächlich machbar und gar nicht mal so schwer, wenn, wie in Österreich, der politische Wille dazu vorhanden ist. 19% Mehrwertsteuer füllen ordentlich die Staatskasse. Erst recht seit der Erhöhung vor 10 Jahren. Ebenso der Erfolg der deutschen Wirtschaft. Ihre Produkte sind weltweit gefragt. Doch in der EU und den USA wächst der Druck auf Deutschland, die hohen Exportüberschüsse zu verringern und den Binnenmarkt zu stärken. Mehr Kaufkraft entsteht aber nur, wenn die Menschen auch mehr im Geldbeutel haben. Ein Vorschlag: runter mit der Mehrwertsteuer. Ist es nicht an der Zeit für Steuersenkungen? Das fragen sich viele in diesen Tagen. Wann, wenn nicht jetzt? Ja, um den Leuten was zukommen zu lassen, wenn genug Geld da ist. Also okay. Es ist sinnvoll, vor allem würde ich da mal an die Rentner denken, dass die von den Steuern her etwas mehr entlastet gehen. Für uns Arbeitnehmer ist Steuersenkung immer gut, ne? Doch beim Entlasten steht fast immer die Einkommensteuer im Fokus. Dabei zahlt jeder Bürger im Durchschnitt rund 2.600 Euro Mehrwertsteuer pro Jahr. Auch die Ärmsten sind voll dabei, die jeden Cent brauchen. Volkswirtschaftsprofessor Ashok Kaul von der Uni des Saarlandes hatte vor einigen Jahren ein Konzept zur Steuervereinfachung für die Bundesregierung erarbeitet. Mehrwertsteuer runter, gute Idee, findet er. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, so viel Steuermehreinnahmen von den Bürgern einzubehalten, ohne ihnen was zurückzugeben. Wenn man es ihnen zurückgeben will, ist die Mehrwertsteuer eben eine sehr einfache und gerechte Form, Geld zurückzugeben. Sie trifft alle Bürger gleichermaßen, Arme und Reiche. Eingeführt wurde die Mehrwertsteuer 1968 mit 10%. Geringverdiener sollten von einem ermäßigten Satz profitieren, damals 5%, vor allem auf Grundbedürfnisse wie Lebensmittel. Aber im Laufe der Jahre wurde der Mehrwertsteuersatz immer weiter erhöht, weil es so einfach ist und die Bürger nicht so direkt merken, wie ihnen Kaufkraft entzogen wird.
Besonders heftig die letzte Runde. 2005 zog die Union in den Wahlkampf für eine Erhöhung um 2 auf 18%. Die SPD protestierte vehement dagegen. Am Ende kam es zur Großen Koalition und zu einem mathematisch sehr schrägen Kompromiss. 2 plus 0 durch 2 macht 3, also 19% ab 2007. Und der ermäßigte Satz hilft Geringverdienern nur noch wenig. Für Orangen werden 7% berechnet, für Orangensaft aber 19%. Dafür wird die Hotelübernachtung auch im 5-Sterne-Luxusbau nur mit 7% besteuert. Beim Senken der Einkommensteuer haben oft die am meisten profitiert, die ohnehin Geld übrig haben. Wer gar keine Einkommensteuer zahlt, weil er zu wenig verdient, hat nichts davon. Rentnern und Kleinverdienern muss man anders helfen. Generell macht es Sinn, gerade die Menschen steuerlich zu entlasten, die relativ wenig haben, relativ wenig leistungsfähig auch sind, hier Steuern oder Einnahmen für den Staat zu generieren. So gesehen ist natürlich die Mehrwertsteuer gerade für Menschen mit geringem Einkommen eine sehr hohe Belastung. Sie zahlen einen ungleich höheren Anteil ihres Einkommens für Mehrwertsteuer als jemand mit einem hohen Einkommen. Die Einnahmen durch die Mehrwertsteuer haben sich seit 2005 fast verdoppelt. Tendenz weiter stark steigend. Und vielen ist gar nicht klar, was sie da abdrücken. Ein Puzzle für 15 Euro, knapp 2,40 Euro. Klamotten für 300 Euro, fast 48 Euro Mehrwertsteuer. Bei einem Auto, nicht mal einem besonders teuren, sind es schon über 3.000 Euro. Auch der Bund der Steuerzahler sieht deutlichen Spielraum. Selbst wenn man einen Teil des Haushaltsüberschusses in Bildung und Infrastruktur investiert. Am liebsten wäre uns natürlich eine generelle Senkung, weil dadurch könnte man auch Steuervereinfachung betreiben. Aber wenn man es realpolitisch sieht, würden wir zumindest eine Ausweitung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf mehr Dinge des täglichen Bedarfs uns wünschen. Das wäre ein Stück Sozialpolitik. Wir denken insbesondere an Arzneimittel, an Energiekosten, die ja immer höherpreisig werden. Hier könnte man ein Stück dem Bürger und Steuerzahler entgegenkommen durch die Senkung. Ein Prozentpunkt weniger, das wären rund 10 Milliarden Euro. Pro Bürger im Durchschnitt 120 Euro im Jahr. Das würde sich zum Teil sogar selbst finanzieren. Dann ist ja mehr Geld in den Haushalten verfügbar. Und es in der Regel ist so, dass ein Großteil dieses Geldes ja wieder ausgegeben wird. Das heißt, es ist immer bei jeder Entlastung, ob Einkommensteuer oder Umsatzsteuer, einen Refinanzierungseffekt zu verzeichnen, der einen Teil der Mindereinnahmen wieder ausgleicht. Und falls man eine komplette Gegenfinanzierung will, dann wäre auch ein dritter Steuersatz für echte Luxusgüter denkbar. Andere Länder hatten den schon mal eingeführt, zum Beispiel Österreich. Dann bliebe noch mehr zur Schuldentilgung und für Investitionen übrig. Ein Luxussteuersatz, ein dritter Mehrwertsteuersatz von 25% wäre völlig konjunkturunschädlich. Denn wer beispielsweise für eine Uhr 20.000 Euro ausgibt, der gibt auch 21.000 Euro aus. Wenn jemand für eine Nobelkarosse 200.000, 300.000 Euro ausgibt, dann gibt er auch 320.000 Euro aus. Mit anderen Worten, es geht um echten Luxus, es geht um echten Überfluss, der da ausgegeben und besteuert wird. Das lässt sich machen. Und dann könnte man natürlich über Spielräume nachdenken, wenn man vielleicht den untersten Mehrwertsteuersatz etwas absenkt. Aber auch ohne Gegenfinanzierung. Eine Senkung der Mehrwertsteuer wäre nicht nur sozial gerechter als andere Entlastungen, sondern auch sehr einfach zu organisieren und durchzusetzen. Wir haben, wenn wir beispielsweise den Regelsteuersatz von 19% auf 17% senken, keine große Strukturdebatte. Wir müssen nicht ganz grundlegend darüber reden, was ändern wir hier, was ändern wir dort, sondern wir können im Prinzip mit einem Federstrich eine sofortige Steuerentlastung erreichen. Runter mit der Mehrwertsteuer? Nur mal so eine Idee, aber vielleicht eine der besten Maßnahmen, die Kaufkraft aller Bevölkerungsschichten zu stärken, statt weiter auf die Bilanzdefizite anderer Länder zu setzen.